in der Diskussion. Auch Michael Henke tut das bei den FCS-Fans in den vergangenen Wochen. Es wird Zeit, dass einfach Anspruch und Wirklichkeit nicht mehr so weit auseinanderklaffen beim ersten FC Saarbrücken. Heute die Chance dazu im Spiel gegen Hessen-Kassel. Mehr Leistung zeigen, Potenzial dazu ist vorhanden. Und für mehr Spielkultur soll Mustafa Hatschi sorgen. Er soll die Mannschaft einfach weiter nach vorne bringen. Karl-Heinz Roland. Didier Philipp. Vor dem Spiel als Stimmungsmacher in alter Funktion und als Kommunikator. Alfred Kaminski, der Neue für die Zweite, in der Rolle von Didier Philipp. Dieses Spiel heute gegen Hessen-Kassel, den Neuling, sollte die Wende zum Positiven bringen. Auf geht's! Wieder dabei Mustafa Hatschi, der 35-Jährige, mit all seiner Erfahrung. Wo hat er nicht überall gespielt? Espanyol Barcelona, Aston Villa, Coventry City, Deportivo La Coruña, Sporting Lissabon und Nancy und heute mit weißen Schuhen. Der Mann mit der Nummer 10, er soll zum Lenker werden in dieser Partie. Alles ist angerichtet, auch bei Mustafa Hatschi und bei Michael Henke. 2 Minuten absolviert im Saarbrücker Ludwigspark. Saarbrücken im Spielaufbau über Assoumani. Halle. Assoumani kommt nicht mehr dran. Und das 0:1 im Park bereits nach 2 Minuten. Unfassbar. Und er hat es gemacht. Thorsten Bauer, bereits sein 5. Tor in dieser Saison. Hier noch einmal die Entwicklung. Halle mit dem Rückpass. Assoumani reagiert zu spät. Thorsten Bauer ist da, zeigt seine Torjägerqualitäten. Alle kommen zu spät, auch Peter Eich. Die Überraschung war perfekt. Die Führung für den Neuling Hessen-Kassel, das Team von ihm. Und er war daran beteiligt. Assoumani, Peter Eich dann 4 Minuten später mit einem langen Abschlag. Der erste FC Saarbrücken über Mustafa Hatschi, direkt gespielt. Und das Ausgleichstor durch Maje Saklik. Bereits in der 5. Minute das 1:1. Maje Saklik mit seinem 6. Saisontor. Riesenjubel natürlich bei den blau-schwarzen Fans und bei der Mannschaft. Hier die Entwicklung. Lindjens mit dem direkten Pass auf Maje Saklik. Und er macht das ganz fein mit links über Adler hinweg, den Schlussmann, den erfahrenen Schlussmann von Hessen-Kassel. 1:1, also wieder Land in Sicht beim ersten FC Saarbrücken. Und es ging so weiter. Wieder Peter Eich, wieder mit einem langen Ball. Balleroberung beim ersten FC Saarbrücken. Klasse gemacht von Jäger auf Saklik. Da muss man mehr draus machen. Riesenchance zum 2. Tor für den ersten FC Saarbrücken. Gespielt waren da gerade mal 8 Minuten. Henke, aktiv an der Seitenlinie. Und dann der erste FC Saarbrücken mit dieser Aktion. Mustafa Hatschi wirkte engagiert, wirkte spielstark, gut gemacht. Jäger, der andere Franzose, wieder Hatschi, Doppelpass. Jäger, laufstark, sprintschnell. Und der Pass in die Mitte. Saklik! Hui, da muss man was draus machen. Da hätte man das 2. Tor machen müssen, auf jeden Fall. Die Vorarbeit von den beiden Franzosen. Hier noch einmal. Mustafa Hatschi, der kämpft sich durch. Und dann herrlich dieser Doppelpass. Die beiden verstehen sich ja glänzend. Ab und zu blind, wie in dieser Szene. Alles richtig gemacht, nur der Abschluss fehlt. Das hätte das 2. Tor für den ersten FCS Saarbrücken sein müssen durch Saklik. Dann Hessen-Kassel. Michael Mason gegen Charles Hafner. Michael Mason spielt ja 3 Jahre in Elversberg. Da waren die beiden Kameraden. Die meisten Duelle auf der rechten Seite gewann in der Anfangsphase heute der Saarbrücker Charles Hafner. Dann die Gäste. Mit dieser Aktion. Wieder Bauer mit der nächsten Möglichkeit. Der erste FC Saarbrücken in der Abwehr nicht immer gut sortiert. Das muss man so deutlich feststellen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit Saarbrücken wieder über Sven Lindjens. Den Rechtsfuß. Dann Halle.
Saklik mit der nächsten Möglichkeit, mit der letzten in den ersten 45 Minuten. 1:1, der Pausenstand im Prinzip zu wenig für den ersten FC Saarbrücken. Ralf Rangnick hatte nicht viel gesehen, der Trainer von Hoffenheim. Dann aber der erste FCS im zweiten Durchgang. Super stark mit einem klasse Auftakt. Jonathan Jaeger direkt an den Pfosten. Aufgelegt von Mahir Saklik. Das hätte natürlich auch das zweite Tor sein können für den ersten FCS. Noch einmal. Jaeger mit links. Direkt an den Pfosten. Oliver Adler fliegend bereits zu diesem Zeitpunkt geschlagen. Saarbrücken im 2-Minuten-Takt mit Riesenmöglichkeiten. Klasse von Hatschi. Saklik auf der rechten Seite. Und Sven Lindjens mit der nächsten Möglichkeit. Zwei ganz dicke, zwei große Möglichkeiten für den ersten FCS kurz nach der Pause. Noch einmal Sven Lindjens mit Licht und Schatten. Das 2:0 wollte einfach nicht fallen aus, das 2:1 aus der Sicht des ersten FC Saarbrücken für die Mannschaft von Michael Henke. Dann Ballbesitz für Charles Hafner. Und was macht der Franzose? Sprint über das komplette Feld. Aufgelegt auf Jonathan Jaeger. Und Mustafa Hadji mit dem 2:1. Und dies in der 61. Spielminute. Ausgerechnet Mustafa Hadji mit seinem ersten Tor. Und mit der Führung für den ersten FC Saarbrücken. Der 35-Jährige mit diesem Treffer. Das war ja fast wie ein Fußballmärchen im Park. Endlich war er wieder da und gleich hat er getroffen. Und die 2:1-Führung für den ersten FC Saarbrücken. Klasse die Vorarbeit von Charles Hafner und von Jonathan Jaeger und natürlich der Treffer von Mustafa Hadji. Noch einmal aus der Totalen. Jaeger schaut, Hadji mit ein bisschen Glück mit diesem Treffer. Jubel bei den Blau-Schwarzen, bei den Spielern und bei den Fans. Aber nur 2 Minuten. 100 Sekunden danach. Hessen-Kassel über die linke Seite. Und das Ausgleichstor durch Tobias Oljew. Der junge Mann freute sich wie ein Schneekönig. 2 Minuten nach dem 2:1 für den ersten FCS wieder der Ausgleich. Diesmal steht Charles Hafner schlecht. Vorher hat er noch alles richtig gemacht, diesmal alles falsch. Und damit 2:2 der Ausgleich für die Gäste. Er war der Torschütze, gerade eingewechselt. Von Matthias Hammer. Der erste FC Saarbrücken in der Folgezeit meist mit guten Aktionen von Hadji. Er hat ein starkes Spiel gemacht. Auch hier klasse der Pass auf Jonathan Jaeger. Der allerdings bleibt in dieser Szene zweiter Sieger. Die Fans in der Schlussphase bekamen nicht mehr viel zu sehen vom ersten FCS. Es gab kaum mehr Möglichkeiten zum dritten Tor. Hier eine andeutungsweise Chance durch Manuel Hornig, der heute zentral in der Abwehr in der Viererkette spielte. Und dann in der Schlussphase sogar noch die bessere Möglichkeit zum dritten Tor für den Aufsteiger, für Hessen-Kassel. Lücke hat sich verschätzt, außen Netz. Es blieb beim 2:2 unentschieden, wieder zu wenig. Sie hören es, wieder Henke Rausrufe. Die Fans unzufrieden, gefrustet. 2:2 also gegen Hessen-Kassel. Und das nächste Heimspiel ist dann gegen Elversberg. Und da geht es ja schon um die Saarlandmeisterschaft zwischen diesen beiden Clubs. Mustafa Hadji, an ihm hat es nicht gelegen. Er hat sein Spiel gegeben, seine Leistung gebracht. Und auch der Einstand von Didier Philipp war nicht gerade optimal. Ihr, wir sind Saarbrücker und er nicht, so rufen die Fans. Fünftes Unentschieden für den ersten FCS. Wieder zu wenig, kann man sagen. Weiter mit Thomas Pramel. Und wir freuen uns auf Michael Henke, den Cheftrainer, der uns jetzt zugeschaltet sein sollte, aus dem Ludwigsparkstadion. Guten Abend, Herr Henke. Hallo. Hallo. Ein Punkt ist einfach zu wenig. Wie sehen Sie es? Ja klar, gar keine Frage. Wir haben zwar ganz gut gespielt, haben dem Gegner
zwei Tore geschenkt und unterm Strich mit einem Punkt ganz klar zu wenig bei unseren Ansprüchen. Ja, und auch so, wie wir gespielt haben, hätten wir drei Punkte verdient gehabt, aber wir haben halt leider zwei Punkte verschenkt. Sie sagen es, zwei Punkte verschenkt durch individuelle Fehler in der Abwehr. Wie kommen sie zustande, wie sind sie abzustellen? Ja gut, sicherlich hängt das vielleicht mit der momentanen Situation zusammen. Eine Niederlage wie in München gegen 1860 München erhöht natürlich den Druck hier im Heimspiel gegen Hessen Kassel. Und vielleicht hat der ein oder andere Spieler dann Probleme, mit dem Druck umzugehen, weil es eigentlich unerklärliche Fehler waren, die eigentlich nicht die Qualität dieser Spieler widerspiegeln. Aber das selbst auferlegte Gebot heißt doch einfach, wir wollen da oben mitspielen, wenn es geht sogar wieder aufsteigen. Und der Druck ist ja innerhalb der Mannschaft einfach vorhanden. Das Potenzial ist ja vorhanden, allein es wird nicht abgerufen. Was tun? Ja, das ist richtig. Das muss auch jeder vor der Saison wissen, dass ein gewisser Druck da ist, einfach oben mitspielen zu müssen. Wir haben auch diese Ziele ja so artikuliert, dass wir oben mitspielen wollen, dass wir möglichst schon in diesem Jahr aufsteigen wollen, auch wenn wir einen Zwei-Jahres-Plan in petto haben. Also muss die Mannschaft auch mit dem Druck klarkommen. Wenn man beim 1. FC Saarbrücken spielt, ist das einfach so, weil der 1. FC Saarbrücken ein Spitzenverein ist, den Anspruch auch hat und die Spieler müssen dem standhalten. Die Chancen waren heute dazu da, viele sogar gut herausgespielt. Was ist es vom Tor, was die Stürmer daran hindert, den Ball zwischen den Pfosten zu versenken? Ja, man muss der Mannschaft heute, kann ihr nur zwei Vorwürfe machen. Erstens, dass sie wirklich die guten Chancen in der Vielzahl nicht genutzt hat. Und wie gesagt, der zweite Vorwurf muss lauten, dass wir nicht zwei Tore quasi herschenken dürfen für den Gegner. Wir müssen konsequent und hart weiterarbeiten, auch gerade was die Abschlussstärke angeht. Und dann bin ich auch optimistisch, dass uns das in Zukunft gelingt und dass wir einfach eine bessere Chancenverwertung auch haben. Optimistisch könnte sie auch stimmen, wie sich Mustafa Hatschi heute präsentiert hat. Ist dem so? Ja, wunderbar. Also das war klar, dass er ein ganz wichtiger Spieler ist, dass wir ihn unbedingt brauchen. Und es hat uns gerade auch heute gut getan, auch wenn zwei Punkte zu wenig dabei raussprangen. Aber so wie er heute gespielt hat, als Leader, als von allen Seiten akzeptierter zentraler Spieler in der Mannschaft, ist er sehr wichtig für uns, gerade jetzt auch, wo die Aufgaben nicht leichter werden und der Druck größer wird. Diese personellen Veränderungen, die Sie vollzogen haben auf der Bank durch den Wechsel des Co-Trainers, hat das die Mannschaft jetzt schon gespürt? Wie hat die Mannschaft überhaupt darauf reagiert? Nein, das glaube ich nicht. Also man muss ganz klar festhalten, sowohl das 1:3 bei 1860 München hatte nichts mit den Co-Trainern zu tun und das Ergebnis heute, ob 2:2, auch wenn wir gewonnen hätten, hat mit dem Co-Trainer nichts zu tun. Das sind strukturelle Veränderungen, die sich hoffentlich auch dann mittelfristig auswirken. Aber jetzt heute im Einzelnen mit so einem Spiel hat das sicherlich nichts zu tun. Hat das denn mit Michael Henke zu tun letztendlich, wenn dann von draußen auch noch es immer wieder hereinschallt, Henke raus, wie gehen Sie damit um? Ja gut, das ist ja nichts Neues hier in Saarbrücken, das habe ich schon ziemlich früh erleben dürfen. Ich gehe meinen Weg weiter. Ich bin froh, beim 1. FC Saarbrücken arbeiten zu dürfen. Ich habe mich auf diese Aufgabe riesig gefreut und werde auch so schnell nicht den Kopf in den Sand strecken, weil einfach dieser Verein das verdient hat, wieder nach oben zu kommen. Nur man hat hier sicherlich auch ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten. Da bin ich dabei. Und wir brauchen auch ein bisschen Geduld. Das habe ich schon vom Beginn der Saison gesagt. Jetzt muss die Mannschaft ran, muss nach Hoffenheim zum erklärten Favoriten, der sich ja auch entsprechend stark in den vergangenen Wochen präsentiert hat. Und dann kommt Elversberg. Geben Sie eine Punktvorgabe für diese beiden Spiele? Nein, über zwei Spiele spreche ich sowieso nie. Ich denke mal, Hoffenheim ist jetzt genau der richtige Gegner, um unsere Leistungsstärke abzurufen und um auch halt die verschenkten Punkte, die wir hier heute liegen gelassen haben im Ludwigspark, wiederzuholen. Und da können wir sicherlich auch die Konkurrenz schocken, wenn wir in Hoffenheim ein gutes Spiel machen. Ein Dankeschön an Sie, Michael Henke. Und hier alle Ergebnisse. Gestern spielten Darmstadt Elversberg 1:3, Pfullendorf gegen Hoffenheim, den nächsten Gegner des 1. FC Saarbrücken 0:1, Reutling gegen Wien, keine Tore. Und die Sportfreunde siegen gegen den TSV 1860 München 2:1. Heute dann Ingolstadt gegen den VfR Aalen 1:1, Pirmasens Stuttgarter Kickers wie gesehen 2:1 und Saarbrücken gegen Hessen Kassel 2:2. Zwei Begegnungen noch morgen. Ein Blick auf die Tabelle. Die Stuttgarter Kickers trotz der Niederlage weiter vorn.
punktgleich allerdings jetzt mit Wehen, dem VfB Stuttgart 2 und der TSG Hoffenheim. In der zweiten Tabellenhälfte finden wir dann den 1. FC Saarbrücken wieder auf Rang 10 mit 14 Zählern. 13. die Sportfreunde Elversberg mit 13 Punkten auch. Am Ende jetzt wieder Darmstadt und Kaiserslautern 2. Pirmasens verbessert sich auf Rang 15.